Ja, da gucken wir mal. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pinewood Drive. Ich bin schon so durch. Joe's Diner. Und ich will sie mal schaffen. Nachtschicht 26, das ist doch machbar, oder? Das muss doch machbar sein. Ich fange jetzt mal vorne an. Weil die meisten Sachen waren jetzt hinten. Also die Geräusche. Deswegen fange ich jetzt mal vorne an. So, hier ist nichts mehr. Hier liegt noch was. Ein Geräusch lasse ich gleich wieder klingeln oder rauschen, ist mir egal. Siehst du? Ist wieder hinten. Ich hab's gewusst. Wir müssen sowieso dann nach hinten. Also fange ich jetzt mal vorne an. Vielleicht am Anfang des Spiels wieder erstmal hinten anfangen und jetzt vorne. Jetzt können wir nach hinten gehen. Ich nehme mal den Wecker, mache ich mal aus, weil er ist nicht laut. Knack, knack. Na. Oh, ernsthaft, der Föhn. Jetzt schon der Föhn. Ist es er hier? Nein, es ist der andere Föhn. Es gibt's doch nicht. Nein, es ist der Sauger. Oh, ich vertue mich damit immer. Wie praktisch, dass es gerade die Anlage war. Und da muss man noch genau treffen, weil man keinen Cursorpunkt in der Mitte hat. Hallo, ich bleib wieder hängen. Hängen geblieben. Okay, das ist Telefon hinten. Machen wir sofort. Kurz gucken, ob hier was da ist. Noch eine Flasche. Nehmen wir mit. Dann gehe ich das Telefon auflegen. Lalalala. Ich bin der Nachtwächter in Joe's Diner. Ich mache alle Geräusche aus, damit wir auf dem Friedhof der Indianer die Ruhe haben. Lalala. So, 7 Gerichte noch. Läuft bisher. Also war vielleicht eine gute Idee. Das ist wieder der Sauger, ne? War gar nicht mal so eine schlechte Idee, vorne anzufangen. Quitsch. Das ist das Telefon hinten. Okay. Ah, ich höre ihn schon wieder. Ah, komm, 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 komm. Okay, es wird schon wieder lauter. Kaffee. Mein Gott. Vier Gerichte noch, ey. Das ist, ein Waschbecken, natürlich. Da ist gerade eine Ente gespawnt. Ich habe es genau gesehen. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Mach offen. Komm, 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 komm. Das ist aber jetzt der Föhn. Ich weiß es genau. Oh Gott, man muss im Augenwinkel sehen, wo die Gerichte liegen. Das ist so mies. War es der jetzt? Nein. Oh, jetzt geht der Herd auch noch an. Ich traue mich gar nicht mehr zu rennen. Ich traue mich gar nicht mehr zu rennen großartig, weil ich Angst habe, dass wir dann zu laut sind. Oh, 2 Gerichte, wir schaffen es. Ich war leise jetzt. Bin jetzt nicht gerannt. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Muss ich dann langsam gehen? Also irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Aber das Problem ist, man muss sich ja beeilen. Man muss ja auch die Zeit so ein bisschen schaffen, weil sonst die Gerichte kriegst du ja gar nicht mit, sonst alles. Es ist nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber vorne anfangen war gar nicht mehr so schlecht die Idee. Dann haben wir den größten Teil vorne schon mal weg. Mein Gott. Hallo. Hallo, nimm doch die. Weil die Türen machen ja auch Geräusche. Aber da kann man ja nichts ändern, weil man muss ja durch die Türen gehen.
Vielleicht muss man die Geräusche echt wirklich sofort... Oh, das Waschbecken, ernsthaft. Vielleicht muss man die Geräusche wirklich sofort ausmachen, damit er nicht sofort wütend wird und rauskommt aus seinem Grab. Ich hasse es einfach, hängen zu bleiben irgendwo. Ja, aber es... Okay, ich versuche mal nicht zu rennen mehr, sondern die letzten Gerichte vielleicht nur noch im Laufen, aber das ist, oh Gott. Okay, ich renne zwischendurch mal. Kaffeemaschine ist hier. Mein Gott, bleib doch einfach mal an der Tür kleben. Das ist der Föhn, ne? Oder ist es der Sauger? Ah, oh, schon wieder das Waschbecken. Nein. Mein Gott, geh doch. Ach nee, das ist das Dings gewesen. Oh nein, der Kühlschrank ist es. Das müsste der Fernseher sein. Das gibt's doch nicht. Schon wieder der Fernseher. Mann, geh doch da durch. Bis jetzt kommt er nicht. Man hört ihn zumindest nicht mehr. Ich beeil mich. Zwei Gerichte noch. Ich weiß nicht, wie spät wir es haben. Hier sind die zwei Gerichte noch. Oh Gott sei Dank. Komm, wir schaffen's. Ich hoffe, wir schaffen's. Oh, das wird knapp. Boah, das wird mega knapp, wird das. Ich muss mich jetzt echt sputen. Das wird knapp. Das wird... Oh, komm, 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 komm. Boah, das ist knapp. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich versuche mir mal ein bisschen zu konzentrieren. Oh, ernsthaft. Mein Gott. Dieses Hängenbleiben, das ist so dämlich. Nimm doch einfach ein Gericht auf. Das kann doch nicht so schwer sein. Huch, was war das denn? Alter. Was war das denn für ein Bug? Kommt nach Joe's Diner noch was? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Natürlich kommt nach Joe's Diner noch was. Wir sind noch lange nicht vorbei heute. Heute wird es auf jeden Fall eine lange Nacht werden. Ich will schon mal darauf einstellen. Für die Leute, die einschlafen und schlafen gehen, ist nicht so das Problem. Schlaft ruhig oder geht ins Bett. Ist jetzt nicht so schlimm.
bin ich euch nicht böse drum oder so, um Gottes Willen. Okay, das ist das Fax. Guck mal hier, die Chipstüten, Alter. Mein Gott, geh doch, ich will das Waschbecken ausmachen. Ich glaube, das war zu laut, oder? Das gibt's nicht. Wie viel hier auf dem Boden liegt, Alter? Das ist so mies. Und wir haben noch so viel Gerichte vor uns. Oh Gott, ey, das schaffen wir von der Zeit her nicht, wenn es so weitergeht. Ernsthaft. Hallo, der Bäcker. Immer noch drei Gerichte vor uns. Oh nee, oder? Eieieiei, das schaffen wir, glaube ich, nicht von der Zeit her. Der Kühlschrank. Zwei Gerichte noch. Ich weiß nicht, wie spät wir es haben. Danach noch eins. Boah, Alter, wir haben 5:30. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich glaube nicht. Jetzt schaffen wir es von der Zeit her, schaffen wir es nicht. Nein. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, man muss sofort versuchen, alles auszumachen, glaube ich. Man muss, glaube ich, wirklich versuchen, sofort alle Geräusche auszumachen, damit er nicht sofort da ist. Und nicht erst irgendwas läuten lassen oder so. So, Nachtschicht 27. Noch drei Stück, dann haben wir es eigentlich. Ja. So. Ich bin davon überzeugt, dass wir es. Wir ziehen das heute durch. Wir ziehen das definitiv heute durch. So, ich fange mal wieder hier an. Ich glaube, wenn wir sofort die Geräusche ausmachen, haben wir da, glaube ich, kein Problem mit, dass er sofort kommt. Weil sobald das Rauschen kommt, ist er sofort am Ball. Okay. Das ist der Sauger, ne, oder? Nein, das ist der Föhn. Ah, geh doch da durch. Mein Gott, schon wieder der Dings. Das gibt's doch gar nicht. Das nehme ich mit. Das ist doch nicht wahr. Alter, Föhn und Sauger, wenn ich das richtig jetzt gehört habe. Oder ist... Ne, ist wieder nur der Föhn, oder? Das gibt's doch nicht. Ich bin bei Joe Steiner. Yeah, 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 yeah. Du kannst mir gar nichts. So. Also... Ich komme irgendwie gar nicht dazu, in die Kamera zu gucken. Ich weiß nicht warum. Seid mir nicht böse drum. Das ist der Kühlschrank, ne? Gott sei Dank.
hier stand noch was. Genau, das nehmen wir noch mit. Alter, ich fliege hier durch die Gänge. Das ist ja Wahnsinn. Wenn mal so eine Bedienung laufen würde. Bei irgendwo bei so einem Diner oder so. Oder im Restaurant. Hui, ich fliege durch die Gänge. Hallo. Na, ah, das war's. Ich glaube, das ist zu laut gewesen. Was ist das für ein Geräusch? Oh, Gott sei Dank. Das ist wieder der Kühlschrank. Ist nicht so schlimm. Hole ich jetzt gleich ab, wenn ich einmal... Oh, Alter. Das ist so ein Stress, ne? Das ist... Man kann sich das gar nicht... Man kann es gar nicht... Man kann es gar nicht beschreiben, was für ein Stress das ist, weil man sich so beeilt, um das zu schaffen. Na, egal. Egal.